Hallo, heute erfährst du von den Tieren viel über Littering. Würdest du deinen Hund oder deine Katze mit Abfällen füttern? Nein, oder? Warum denn in der Natur? Hallo Bertha, die Menschen denken wohl, dass wir Masken brauchen. So viele wie hier auf der Wiese liegen. Ich mache mich bereit für den Winterschlaf. Oh, da liegt ein geplatzter Ballon. Kann ich den wohl brauchen für mein Nest? Stell dir einmal vor, du müsstest in der Badi so schwimmen gehen. Schrecklich, oder? Liebe Menschen, so schwierig kann das doch nicht sein. Glas wirft man in den Glascontainer. Bettflaschen kann man zurück in den Laden bringen. Hast du das gewusst? Bitte entsorg Alu- und Blechdosen im Container. Auf der Wiese sind sie sehr gefährlich für mich. Gemüse und Obstreste kannst du in den Kompost werfen. Dann hast du noch gleich gute Erde. Karten und Papier wird oft am Straßenrand abgeholt. Schau auf deiner Webseite deines Dorfes nach unter Entsorgung. Wenn du deine Abfälle so trennst wie im Video, dann bekommst du von uns die goldene Krone. Bravo! Aber weißt du was? Uns Tieren ist es eigentlich ganz egal, wie ihr euren Müll trennt. Das Wichtigste für uns ist, lasst ihn nicht in der Natur herumliegen und nehmt ihn wieder mit. Danke.